Jetzt lege ich Fußboden. Jetzt legst du Fußboden. Machst du gut. Ich mache Fußboden. Machst du Fußboden? Fußboden. Für guten Preis. Wie viel? Ja. Wie viel Euro? Wie viel Euro? Hey Leute, was geht? Kanye mit? Na, mit wem wohl? Nina, dem Adidas Girl. Oh mein Gott, ja. Es ist mal wieder Zeit für das Duell der Duelle. Und Nina springt hier schon auf den Blöcken rum, mit dem wir heute ein bisschen... Mit dem wir hantieren werden. Freudentanz. Nina, was haben wir heute vor? Wir werden heute wieder bauen und zwar werden wir Redstone versus Eisen machen. Das hast du jetzt schon so schön vorbereitet. Ja, ich präsentiere das schon mal hier, Leute. Wir haben hier einmal Redstone-Erz und einen Redstone-Block und wir haben hier Eisenerz und Eisenblock. Damit du dir einfach mal vorstellen kannst, wie das aussieht und wenn du heute Eisen wählst, dann sollen wir auch Eisen und Eisenerz wählen, also Eisenblöcke. Also so beide sollen wir dann benutzen wir dann beide ja. Und bei Redstone genau das gleiche. Ah, okay. So, es wird natürlich wieder ein klassisches Duell der Duelle, Leute. Und du darfst dir, Ladies First natürlich, mal wieder aussuchen. Ich finde Rot viel schöner. Findest du Rot viel schöner? Rot ist viel schöner. Okay, gut. Ja, dann darfst du mit Redstone und Redstone-Blöcken arbeiten, ne? Oh, alles kaputt gemacht. Ja. Ich laufe hier lieber weg. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast hier wieder schön... Ich gehe auf die rechte Seite. Schön wieder alles kaputt gemacht. Ja, würde ich sagen, starten auch direkt. Ne, im Inventar einfach danach suchen. Ja, habe ich schon. Ich bin noch voll drin. Sehr schön. Sehr, das freut mich, Nina. Weil normalerweise bist du ja total raus aus Minecraft. Eigentlich wie in das jedem nicht, Video auch. Das ist nicht wahr. Das ist true. Ich war zwar krank und vielen Dank für eure Genesungswünsche. Die habe ich natürlich alle bekommen und ich habe sie auch alle in den Kommentaren gelesen. Vielen, vielen Dank dafür. Die haben Khan auch sehr geholfen, wieder gesund zu werden. Ja, wirklich. Also ihr habt mich wirklich unterstützt. Na, also obwohl ihr mich, obwohl die Abstimmungen immer an Nina gehen und ich dadurch immer sehr, sehr traurig bin und ich bin dadurch auch ein bisschen krank geworden. Nein, natürlich nicht. Weil du immer so rumschreist. Nein, das stimmt gar nicht. Doch. What? Auf jeden Fall dürfen wir jetzt starten. Und Nina, wir starten jetzt. 10 bis 15 Minuten irgendwie, je nachdem, wie lange wir okay, brauchen. Okay, und egal, was für ein Haus so. Ja, ne? Hauptsache Haus. Genau, Hauptsache Haus. Aber benutzt beide. Also Redstone Erz und Redstone Block. Ja. Okay? Ja. Okay. Alles gut. Los geht's. So, und Nina, ich habe mir auch ein ganz tolles Thema heute überlegt, weil ich dich ja nicht unbedingt ja vielleicht ein bisschen fertig machen möchte, aber nicht so ganz krass. Nicht unbedingt, aber schon so ein bisschen. Doch, eigentlich schon ein bisschen. Das liegt ja in meiner Natur. Ja. Ich möchte mal heute mit dir über Lieblingsserien reden. Hast du eine Lieblingsserie? Lieblingsserien? Oder hast du eine, mehrere? Was ich irgendwie seit Jahren schon gucke. Jetzt kommt's. Vielleicht kennen das einige. Das gab's mal auf MTV. Und das war, nannte sich 16 and Pregnant und da gab es Fortsetzungsfolgen, das nannte sich Teen Mom und das gucke ich seit bestimmt ehrlich? Schon so 7 Jahren. Ja gut, okay. Das ist echt ganz cool, wenn man so mit den mitfiebert. Das ist so eine Reality-Show, das finde ich aber ganz cool eigentlich. Ich habe eigentlich jetzt eher so an Kailu oder so gedacht, aber gut, dann sind wir jetzt halt in einer anderen Richtung. Ist naja, auch okay. Das ist ja auch so Teenie-mäßig, oder? Nein, vielleicht kennt ihr das von MTV, 16 Stimmt. Pregnant und da ja. Natürlich die amerikanische Version und das gucke ich auch auf Englisch. Ich sehe gerade, hier habe ich was vergessen. Und das ist eigentlich ganz nice. Also kann ich empfehlen, fangt aber auf jeden Fall ganz vorne an bei der Staffel und nicht... in der 7. oder wie viel was, ist das? Wie sieht's denn aus mit so normaler Serie, sei keine Reality? Guck ich nicht. Nach, komm. Besonders hier bei Simpsons letztens, da warst du doch Feuer und Flamme für. Komm schon. Aber du brauchst ja jetzt hier nicht, ne? Also ich habe jetzt Rick und Morty angefangen. Ja, okay. Aber das ist ja eher was für, ich glaube eher was Ältere. Für Erwachsene. Ja. Weil das so eine versteht richtige man. Kinderserie, die ich gucke? Ja, ja, muss ich Kinderserie sein. Also Rick und Morty finde ich eigentlich auch schon ganz schnieke. Ich habe auch Pokémon nochmal angefangen, die erste Staffel, erste Folge und so. Ja? Wo Ash seine Pokémons bekommt, das fand ich auch ganz cool. Ja? Ja. Okay. Ansonsten, was schaue ich denn noch? Ja, ich gucke eher auch so Doku rein und so, das ist echt langweilig. Sehr cool, ja. Nee, ich finde Doku ist eigentlich ziemlich cool. Und Leute, ganz kurz, Nina, sorry, dass ich dich unterbreche. Ja. Wenn ihr natürlich auch eine Lieblingsserie, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wir würden es auf jeden Fall gerne mal wissen. So, sorry. Ja, mach weiter. Also ihr merkt, ich bin heute richtig lieb zu Nina. Also, ja, voll, er stellt mir richtige Fragen und so. Ja, also ich interessiere mich richtig für Nina. Also, er tut zumindest so. Ja. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ist das irgendwie schlimm? Nein, ist es nicht. Dragon Ball habe ich übrigens auch früher ganz gern geguckt. Gucke ich heute jetzt nicht mehr so, aber... Ja, ja mittlerweile finde ich... Also da kann ich ja mal anknüpfen an meiner Lieblingsserie. Also Dragon Ball 100%. Ne, also... Meine absolute Lieblingsserie, aber Dragon Ball ist ja auch nicht gleich Dragon Ball, ne? Weil es gibt ja auch verschiedene Sagen oder Sagas oder was die Mehrzahl von Saga ist, ne? Und ich habe die normal, also die erste Dragon Ball Saga,
wo Son Goku noch klein war und später groß wurde, und die Dragon Ball Z-Saga gefeiert. GT auch noch so ein bisschen. Alles, was danach kam, Alpha und sowas, das wurde mir zu viel. Alpha wurde mir zu viel. Das wurde dann auch zu abgedreht, der hat das irgendwie alles so nicht mehr. Also mittlerweile weiß ich, dass Son Goku ein Super Saiyajin Gott ist. Ne? Mit, ich glaube, blauen Haaren oder so. Ich bin da nicht mehr ganz standhaft, weil ich habe das irgendwann nicht mehr verfolgt. Irgendwann wurde mir das zu viel, ehrlich gesagt. Na, also irgendwann wurde mir das doch zu viel ein bisschen. Kennst du noch Digimon? Ja, sehr cool. Gibt's auch noch auf Amazon und Netflix, glaube ich. Kann man das gucken? Ja, natürlich. Richtig cool. Ich fand das richtig cool. Also ich zwischendurch habe ich das auch noch mal geguckt. Na, aber Digimon, Pokémon, klar, klassisch. Ne? Aber sonst, was ich sehr, sehr gerne gucke, ist Scrubs. Vielleicht sagt Scrubs? Das dem Scrubs. Die Ärzte. Ja, die Serie Anfänger, diese Ärzte-Serie. Feier ich mega. Echt? Ja. Ich mochte das irgendwie noch nie so richtig. Es gibt ich muss jetzt mal von einer Szene da erzählen. Da ist JD, der Protagonist der Serie, kümmert sich um einen Patienten, der mit seinem Sohn zerstritten ist. Und er will sich dann den Sohn holen. Ne? Den holt er sich dann. Und da sind die, haben ein Lied einstudiert, so wie JD ja drauf ist. Ne? Ist ja so ein sehr, sehr kreativer Typ. Und das Witzige ist, die haben da so einen Song, der geht dann so, ich hab's ihm doch gesagt, ich hab den Sohn. Und dann kommt der Sohn, das bin ich! Und der verkackt den Einsatz die ganze Zeit und das ist so witzig. Ne? Also die Stelle ist bei mir so irgendwie hängen geblieben. Lieblingsmoment. Ja, in der Serie. Ne? Und natürlich mit dem Hausmeister. Also die sind halt göttlich, diese Szenen. Ne? Aber der Hausmeister ist auch echt witzig. Also die Szenen so ein bisschen wie Hausmeister Willy von Simpsons. Ja, genau. Der hätte auch mehr Einsatz bekommen müssen bei sich in der Serie. Aber gut. Ja, aber Digimon und so finde ich sehr, sehr cool. Also. Da habe ich früher auch ein Sticker-Album von gehabt, genauso wie Pokémon habe ich auch gesammelt. Ja? Wie so Panini-Sticker war das. Ja, stimmt, ja, richtig. Da gab es ja auch so Karten und so. Ich habe auch gehört, dass Karten hatte ich auch. Dass die Karten heutzutage sehr viel wert sind. Ja, aber leider nicht die Karten, die ich habe. Also ich hatte den Hologramm Macho Mai und der war damals schon relativ oft. Und damals war schon Glurak relativ selten. Genau, und der ist auch Glurak wohl voll durch die Decke gegangen. Ja, Glurak ist tatsächlich sehr durch die Decke gegangen, Leute. Falls ihr jetzt einen Glurak habt, ihr seid reich. Ja, das stimmt. Das stimmt, ihr seid reich. Ihr seid reich. Sonst Serien, ja, also so Simpsons und so geht halt immer. Ne? Aber ja. Sonst ist da nicht viel da, ne? Niemand? Man guckt halt so, was läuft, ne? Hauptsache es flimmert. Ja. So, wie sieht's eigentlich mit deinem Haus aus? Wie weit bist du denn? Ich habe jetzt so die grobe Konstruktion. Und mache mich jetzt an die Feinheiten. Ich habe auch zumindest keinen Innenausbau schon. Also den habe ich noch nicht. Wie weit bist du denn? Ja, es geht noch nicht so weit. Also ich glaube, heute wird das Video auch ein bisschen länger. Könnte auch eine XXL-Folge werden, XXL. So, ich muss schon mal fangen. Das klingt wie so ein Rap. Ich muss schon mal folgendes machen. Und ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das überhaupt fandet, dass ich auch mal ohne Kahn gespielt habe. Lame! Also ich habe es ein bisschen gesehen und naja. Ich sag mal dazu gar nichts. Ich habe mir große Mühe gegeben, ja. Ich wollte auch ein bisschen entertainen. Habe ich gesehen. Ja. So, schön. Das hat dann auch geklappt. Also meine Konstruktion ist heute ein bisschen anders. Da doch was ziemlich Modernes einfallen lassen, da die Farbe ja es auch ein bisschen hergibt, ne, so weiß und so, Beton. Aha. Eisen sieht ja auch ein bisschen aus wie Beton. Ne? Ich mache jetzt erstmal hier, Fenster kommen natürlich auch noch gleich hier hin, aber ich möchte jetzt erstmal... Fenster habe ich noch gar nicht. Ja, ich möchte jetzt erstmal so das Grundkonstrukt hinbekommen. Alles, was danach kommt. Mal schauen. Ja, sonst... war es das schon mit unseren Lieblingsserien? Nein. Kann doch nicht sein, Nina, komm schon, lass dir noch was einfallen. Also ich muss sagen... Das ist nicht so für Kinder geeignet. Kennst du noch Chin Chan? Ja, mit Mamacita. Ja, also selten so viel gelacht wie bei Chin Chan.
Das war schon, das war, ist einfach voll die verrückte Serie. Ja, also es ist halt mega witzig einfach nur, ne, wie der drauf ist und ist halt Chin Chan. Ne, wo er da, ja genau, wo er mit dem Auto so, ne, es gibt da die eine Szene, wo er glaube ich, war das mit der Babysitterin? Ich weiß es nicht. Wo er seine Babysitterin immer angemacht hat? Ja, ich glaube. Wo er mit so einem Spielzeugauto irgendwo ist und sagt, hey, heiße Schnecke, willst du in meinen Wagen steigen oder so? Also richtig cool gemacht. Ja, der hat sich schon einige Sachen getraut. Man wollte immer so sein wie er früher. Ja, er immer stimmt, so, stimmt. Ja, das stimmt. Wie getraut hat. Ja, ihr habt natürlich jetzt gesehen, ihr habt das natürlich ja gesehen, Nina ist nicht so geworden. Wie? Wie Chin Chan. Habe ich mich gerade auf den Schlauch? What? Nein, du bist nicht so wie Chin Chan geworden. Nein, Mann, der will nicht auch die ganze Zeit auf meinem Popo klatschen. Stimmt, der hat immer sehr viel Ärger bekommen, ne? Der hat immer sehr viel Ärger deswegen bekommen. Das stimmt wohl. So. Der Chin Chan war sehr cool. Auf RTL 2 liefen früher halt wirklich die Sendungen, ne? Die man unbedingt sehen wollte. Das stimmt. Und Super RTL. Ist das heutzutage immer Beyblade? Ich glaube, Beyblade ist auch wieder im Kommen. Beyblade? Beyblade, ja. Beyblade. Kennst du nicht diese Beyblades? Dieses, was man so an der Schnur gezogen hat und dann sind die... Du kennst jetzt keine Beyblades, das ist nicht dein Ernst. Der Name mehr sagt mir irgendwie was, aber ich kann mir gerade überhaupt nichts darunter vorstellen. Ja. Was kann man denn für eine Tür überhaupt einbauen? Welche du willst. Gibt nur bestimmte Türen? Nein, welche du willst. Nee, irgendwie geht das nicht. So. Also wie es aussieht, habe ich keine Tür. Kann auch irgendwie nicht sein, oder? Kann man vielleicht mal... Vielleicht muss man da eine Eisentür oder so einbauen. Das kann auch sein, musst du mal gucken. Ne, irgendwie geht das nicht. Gibt keine Tür. Ja, dann mach einfach nur einen Eingang. Wären wir auch zufrieden. Ne, Leute, also wir sind es von Nina natürlich auch gewohnt, ne? Das ja, dass ich immer nur so schäbige Häuser habe. Ja, ja. Ja, ja. Mein Haus ist wieder ziemlich groß geworden, viel zu groß, wenn du mich fragst. Mein Haus ist auch ziemlich groß. So, ich bin jetzt aber gleich mit der Oberfläche hier fertig. So. Also mit dem Dach? Mit der Oberfläche. Mit der Oberfläche? Mit der Oberfläche der Welt. Bin ich gleich fertig. Hast du schon Fußboden? Nein, so weit bin ich noch gar nicht. Ich bin noch gar nicht im Inneren angekommen, Mensch. Also sag mal. Ich bin gerade, mach gerade Fenster. Ich habe Fenster, habe ich schon teilweise irgendwo, aber dann auch nicht so komplett. Jetzt lege ich Fußboden. Jetzt legst du Fußboden. Machst du gut. Ich mache Fußboden. Machst du Fußboden? Fußboden. Für gute Preis. Wie viel? Ja. Wie viel Euro? Wie viel Euro? Nina, das, also... Da habe ich mir mal ein Thema überlegt, Lieblingsserien, und das war schon. Ja, was denn? Du hast auch nicht so viele genannt. Außerdem, doch, man kann auch andere Sachen machen, außer Fernsehen gucken. Zum Beispiel? Dann erzähl mir mal von deinem Lieblingsbuch. Wenn du jetzt hier schon einen auf Links mach klug machst, dann erzähl mir jetzt mal von deinem Lieblingsbuch. Das ist ja was. Ich habe gerade festgestellt, dass Fackeln gar nicht leuchten. Wie? Wenn ich Fackeln anmache in diesem Redstone-Haus, dann gehen die aus. Was ist denn Redstone überhaupt? Dann mach mal eine Redstone-Fackel. Vielleicht geht's dann. Achso, und warum geht das denn mit einer normalen nicht? Keine Ahnung. Redstone ist auf jeden Fall irgendwas mit Licht und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ja, was Redstone ist. Also ist wieder was speziell Minecraft-technisches. Auch die Redstone-Fackeln gehen aus. Das waren sogar die, die ich hatte. Das ist ja verrückt. Das ist ja echt verrückt. Du kannst da, glaube ich, Lichter einbauen. Es gibt so Redstone-Lampen. Gib mal Redstone ein und dann kommen, glaube ich, auch Redstone-Ampeln irgendwo. Immerhin habe ich jetzt ein Bett. Ich habe natürlich früher als Kind immer morgens, habe ich immer auch so Super RTL und sowas geguckt. Und da habe ich dann immer die ganzen Cartoons und so geguckt. So Baloo der Bär. Hast du auch früher Monster Trucks früher geguckt? Das Monster lief Trucks? Auf, das lief auf DSF. Das habe ich geguckt, ja. Das ist richtig cool. Gab's Bigfoot, diesen einen übelsten Monster-Truck und Grave, Digga. Oh, das war so cool. Ich erinnere mich noch daran, ja. Das war so cool. Das gibt's, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so krass.
Das war auf jeden Fall ein Highlight. Es gibt auf jeden Fall aber noch ab und zu, das weiß ich, zum Beispiel, wir sind ja hier aus Bielefeld, das wisst ihr ja wahrscheinlich mittlerweile, hier in der Umgebung gibt es manchmal so Monster Trucks Events. Wo die dann kommen, wo man sich die angucken kann. Ja, genau. Und so, ne? Wo das, die dann so ja. Stunts und so machen. Ja, ja stimmt. Aber da, bei sowas war ich noch nie. Nee? Nee. Warst du ja schon mal bei sowas? Nee, ich auch nicht. Nee, aber Verwandte. Ich war schon öfter auch so auf so Car-Shows, aber das war eher so amerikanische Cars. Also ne? Muscle Monster Cars Trucks. Und so. Genau, Muscle Cars und so. Solche Sachen. Ja, auch cool eigentlich. Ich wollte auch früher immer so ein Teil fahren, aber dann habe ich gemerkt, dass man damit gar nicht in irgendeine Parklücke reinkommen kann. Ja, stimmt. Die ist halt, in Deutschland ist damit sehr, sehr schwierig zu fahren. Ich glaube, in den Staaten geht das schon. Ne, da sind die Straßen ja auch ein bisschen breiter, glaube ich. Ne? Ja, das stimmt. Aber in Deutschland ist es nicht dafür ausgelegt. Ich glaube auch, in Deutschland ist das schwierig. Hast du letztens gesehen eigentlich, dass ich blind ein Minecraft-Haus gebaut gesehen? Das habe ich gesehen, ja. Und? Das war echt ein bisschen crazy. Crazy oder creepy? Beides. Ja, stimmt wohl. Da gebe ich dir sogar recht. Also wo ich dann das Ergebnis gesehen habe, war ich doch sehr, sehr negativ überrascht. Negativ überrascht? Warum? Ja. Was hat dir daran nicht gefallen? An meinem Haus? Weil das voll schlecht war. So schlecht fand ich das gar nicht. Du hast es nicht gesehen, ne? Gib es zu. Ich habe einmal reingeschaltet, aber ich habe das Video auf jeden Fall gesehen, also nicht zu Ende gesehen. Schau es dir nochmal an. Du hast es ganz gut gemacht dafür, dass du nichts gesehen hast. Schau es dir nochmal an. So, außen bin ich jetzt, glaube ich, tatsächlich mal fertig. Ja. Oh, nein, mir fehlt ein Dach, sehe ich gerade. Oh, ich glaube, das baue ich lieber nach vorne. Das sieht echt cooler aus, wenn ich das vorne habe. Ja, ich bin hier noch so ein bisschen rumspielen. Ja, ich bin aber, denke ich, innen dauert bei mir ja meistens nicht so lange, weißt du ja. Ja, da bist du mal relativ schnell. Ja, da bin ich relativ unkreativ, was das angeht. Nennen wir das Kind beim Namen. Ja. Ja. So, okay. Gluck, 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 wir sind noch da. So, ich glaube, Nina, ich bin fertig. Ist ready? I'm ready. Oh, nee, mir fehlt hier noch ein Bett. Oder ein ganz großes Bett. Das noch hin. Da, da. Und hier noch ein bisschen was hin. Drück immer die falsche Taste. Ich will mal rechts und mach dann links und dann funktioniert hier gar nichts mehr. Okay. So, ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Ich schaue mir mal alles nochmal sicherheitshalber an. Ja, ja. Boah, was ist das denn? So, wir schauen uns als erstes aber dein Haus an. Oh, hier fehlt was nicht gerade. Ich sehe gerade, bei mir fehlt auch noch was. Mein Audiogerät ist übrigens ausgefallen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Dein was? Mein Audiogerät ist übrigens ausgefallen. So schlimm. Ist nicht schlimm. Wir hören dich jetzt. Ich glaube, es ist jetzt alles kindersicher hier bei mir. Nicht, dass hier jemand anfängt zu brennen. Okay, sollen wir uns als erstes dein Haus anschauen? Ja. Okay, 3, 2, 1 und go! Wow, das ist ja eine richtige Burg diesmal. Ja, ich habe eine Redstone-Burg und dann gemacht. Hier mit so einem Lavabrunnen und so. Was los? Tschüss. Was los da? Kein Grund, mich zu schlagen. Ich habe hier auch schon ein paar Fackeln hingesetzt. Ich find's cool. Also, es ist natürlich eher eine Burg als ein Haus, ne? Ist doch egal, man kann auch da drin wohnen. Weil ja. Was ist denn deins denn bitte? Wenn, ja, meins sieht noch voll klein aus, obwohl es auch ziemlich groß ist. Meins ist riesig. Hallo? Meins ist riesig. Okay. So. Schauen wir uns das mal an. Man kann also, hier auch hier oben hochgehen. Ah, finde ich schön. Das ist meine Lounge. Deine Lounge, finde ich sehr, sehr schön. Finde ich gut, auch mit den Gittern hier. Hast du bei mir abgeguckt, sei ehrlich. Habe ich von dir gelernt. Gelernt, sehr schön. Dass man nicht in sehr schön. Leute, das Haus hat auch ein bisschen Thrill. Man darf nicht, man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht in die Lava reinfällt. Aber das sehr ist schön, halt das sehr schön. Gehen wir rein? Ja. Ja. Ah, guck, hier hast du so eine Redstone-Lampe. Ja. Siehst du, und der Boden ist auch Redstone. Wenn wir jetzt hier Time Set Night machen. Ach nein. Nein, warte. Time Set Night. So. Das ist auch schön dunkel, ne? Und wir sehen hier das Lichtlein. Sehr, sehr ja, schön. Ja, und alles
brennt hier. Weißt du, was ich aber cool, was cool wäre eigentlich, wenn du hier so einen Durchgang gemacht hättest, wo man durch über dem über durch das Lava so durchgehen wollte könnte. Wollte ich erst, aber das habe ich dann irgendwie nicht, nicht cool. gemacht mehr. Ja, ist schön. Das ist das Gästezimmer. Ist schön. Finde ich gut. Kann man mit leben. So. Wir schauen uns jetzt, also das ist das Redstone-Haus von Nina. Yeah. Leute, ihr könnt natürlich auch abstimmen wieder, ne? Das ist ja auch eure Aufgabe und auch in die ich Kommentare mein Haus schreiben. Gigantisch cool. So, und wir haben hier einmal mein Eisenhaus. Ich muss erstmal lang fliegen. Das ist die Eisenvilla schon eigentlich. Das ist ja krass. Was ist das ja eigentlich für so ein Bogen, der da so hinaus hierüber ragt? Architektonisch ein Meisterwerk. Dann haben wir hier einen schönen Eisenweg. Gesundheit! Danke, ich habe direkt eine Allergie gegen dein Haus entwickelt. Ja, super. Hier, Tür zu, kommst nicht rein. Nur mit Gästeliste heute. Wow. Viel Glas. Bei Kahn ist das ist so sein Signature-Ding beim Hausbau, immer viel Glas. Ja, und das Signature-Ding von Nina ist hässlich. Was ist das hier eigentlich für eine Säule am Eingang? Ist das ein Zahnstocher? Nee, das ist ein Endstab. Also. Zahnstocher, ich zeig dir gleich Zahnstocher. Weißt du, wie das aussieht? Kennst du diese Lollis, wo dann so gepresstes Brausepulver drin ja, ist? Ja, richtig, richtig. Ja, richtig. Ja, ja, richtig. So, du kannst hier auch in mein anderes Zimmer noch reinkommen. Was liegt denn da? Bücher. I know. So eine magische Kiste. Ja. Sieht schon ganz cool aus. Ja, und wir können auch in die obere Etage. Echt? Wie geht das? Ja, hier, guck, ich habe hier eine Treppe hingebaut. Ach so, ich dachte, das ist ein Raumtrenner. 2-in-1. Ja, das ist schon gar nicht schlecht. Da geht's. Ach so, dann geht's noch weiter. Das ist ja ein gigantisches Haus. Das hat ja gefühlt was? 300. Das ist ein Hotel. Es ist ein Hotel eigentlich schon. Es ist ein Hotel. Leute, also. Ups. Nina, wir gehen am besten noch mal raus und dann kannst du hier schön noch mal dein Fazit zu diesem Häuserbau hier geben. Dein Haus ist ein Irrgarten. Hier, hier. Raus. Hallo, folgt meiner Stimme. Ja, So, also Leute, entweder das Redstone-Haus oder das Eisenhaus von Kahn oder das Redstone-Haus von Nina. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare oder auch abstimmen. Nina, dein Fazit. Ich finde beide echt gut. Und ich muss auch sagen, dass ich mich wirklich gesteigert habe. Ich habe hier zwar ein paar Löcher in den Rasen reingehauen, das lässt sich aber schnell wieder lösen. Aber trotzdem finde ich, dass ich mich echt gemacht habe. Hey, nicht damit. Es muss schon original aussehen. Naja, Leute. Hör auf damit. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Hör jetzt auf. Und dann sehen wir uns. Du machst meinen ganzen Vorgarten kaputt. Beim nächsten Mal. Leute, ciao. Bis dann. Tschüss. Sorry, Nina.